Das ist hier Köln am Rhein, Schönhauser Allee heißt es. Und ich wollte hier Lichtgeschwindigkeit aufnehmen. Habe hier in den Zeitungen dann das, was auch in den Echtzeitnachrichten herumgeistert heute, Dienstag, 16. April 2013. Aber es ist eine Menge Quatsch, ehrlich gesagt. Also natürlich ist so ein Bombenanschlag immer ein Titelthema. Aber in den Nachrichten war von einem extrem schweren Erdbeben in Persien an der Grenze vom Iran nach Pakistan von annähernd 8 Stärken auf der sogenannten nach oben offenen Richterskala mit unzähligen Toten und man weiß überhaupt den Schaden nicht. Also wer es denn will, hier ist was Nettes. Daran kann man sehen, wie Themen aufgezogen werden. Ich habe gestern nicht den Hermann Göring gesehen, sondern den Hermann Gröhe, hätte ich fast gesagt, den Geschäftsführer der CDU-Bundestag Gröhe. Der sieht aus wie Hermann Göring, einen riesen fetten, aufgedunsenen Bauch. Der weiß nicht, wie man sich ernährt. Das erinnerte mich sofort an die Piratenpartei. Und hier haben wir also das Thema Frauenquote, Monty Python. Konnte das ohne Frauen, die haben nach der Regel bei Steinigungen dürfen keine Frauen zugucken, haben sie den Frauen Bärte umgemacht, dann konnten die auch zugucken. Guter Film, Monty Python, das Leben des Brian. Ja, ich wollte hier aber etwas ganz anderes zeigen. Und zwar hier habe ich auch sogar mein Stativ, aber das Stativ kommt es gar nicht an, sondern so, hier. Das ist es doch. Hilde Domin, 1909 in Köln geboren, im Jahre 2006 in Heidelberg gestorben. Eine deutsche Kölner Jüdin, 1909 in Köln geboren, so wie Alfons Silbermann, der Kölner Jude. Sie ist dann auch ihr Leben in der Welt herumgeflohen, hat in vielen Ländern gelebt. Ich möchte ein Gedicht von Hilde Domin hier vortragen. Und so viel zum Thema Frauenquote. Wenn man Gedichte von Hilde Domin liest oder andere Lyrik, die zum Besten zählt, überhaupt was in deutscher Sprache an Lyrik gedichtet worden ist, dann ist die Frage, ist der Dichter eine Frau oder ein Mann gewesen, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist hier Folgendes. Einhorn. Die Freude dieses bescheidenste Tier. Dies sanfte Einhorn. So leise. Man hört es nicht, wenn es kommt, wenn es geht. Mein Haustier Freude. Wenn es Durst hat, leckt es die Tränen von den Träumen.